Ich meine, wir haben ja Heilungs-Items dabei. Von daher alles gut. Ich denke, wir können hier in dem Gebiet trainieren, bis wir wieder auf eine Barriere treffen, schätze ich. Da ist ein Item. Eben kämpfen. Bevor ich weitergehe. So, weg damit. Ach scheiße, das ist ein Wasservieh. Guten Morgen an der Stelle. Hätte ich mal aufgepasst. Ein Biss. Hat er glatt noch überlebt, ey. Geil, Level. Schade, ich habe gerade ganz kurz das Nexomite. Das ist merkwürdig. Ich kann weder Ellie noch die Aufseher noch die Wissenschaftler erreichen. Sie warten aber nicht, Miep, dass wir Omnicron alleine besiegen, Miep, oder? Mir egal. Wir klären das auch alleine. Sag ich jetzt großkotzig. Oh, also gibt's hier doch Sachen, wo man sich heilen kann und so? Hey, du hast es geschafft. Hier leben Leute? Haha, du bist nicht der Erste, der die Netherworld betritt. Sie alle sind mutige Trainer, die in der Vergangenheit versucht hatten, Omnicron zu besiegen. Sie sind alle gescheitert. Nun leben ihre Seelen hier für immer gefangen. Ja, okay. Miep, erschreckt das Kind nicht so, Miep. Glaubst du, Miep, diese Leute helfen uns? Natürlich, dafür sind diese Camps da. Du kannst deine Nexomon heilen und ein Shop existiert hier auch. Und ich dachte, das ist eben nicht der Fall. Und die Aufseher? Das wissen wir nicht, Miep. Merkwürdig. Wenn du bereit bist, folge mir. Und ich zeige dir den Weg zu Omnicron. Klar. Ich bin sowas von ready für Omnicron jetzt schon. Gar kein Problem, Bruder. Auch wenn es eine Schwester ist. Wir sollten Vorräte sammeln, solange wir noch können, Miep. Vergiss nicht, Miep, dass ich dich jederzeit zurück ins Labor bringen kann. Hallo. Seid ihr auf dem Weg zum Herz der Netherworld? Lass mich dein Team heilen. Fertig, gute Reise. Okay, cool. Am PC können wir wahrscheinlich auf die Nexus zugreifen. Aber die sind halt alle nicht wiederbelebt, die wir halt haben. Die paar Stück, die wir haben. So. Netherworld verlassen. Nein. Okay, sprich bla bla bla, okay. Du bist nicht von hier. Bist du gekommen, um den König der Monster zu besiegen? Ich glaube, es ist ein Typ, ne? Oder eine Frau? Ich bin mir gerade unsicher. Seine Seele ist gefangen im Chasma. Geht nach Norden und ihr findet sie. Ich denke, es war eine Frau. So. Du bist der Nexolord? Ja, klar. Mich verarschst du nicht. Ich erkenne einen Nexolord, wenn ich ihn sehe. Okay. Okay. Muss ich so hinnehmen. Wiederbeleber gefunden. 4 von 41. Ich will alle haben. Und du so? Die Ladeninhaberin? Fragezeichen. Die ist leider momentan nicht hier. Komm später wieder. Oh, Rons Schwester oder was sehe ich jetzt auch erst, wo sie gesagt hat, Inhaberin. Das Chasma ist ein Gefängnis, gebaut von Meister Ulsa. Dorthin werden die gefährlichsten Kreaturen geschickt, um ein ewiges Leben in Ewigkeit zu verbringen. Okay, hier geht's lang und da ging's ja hoch. Wir gehen mal... Okay, warte mal. Hey, Dina sagte, wir sollen nach Norden gehen. Ja, ist ja gut, du alter Spielverderber.
Dann gucken wir mal im Norden. Oh, das ist die Ladenbesitzerin, alles klar. Hilfe! Bleib zurück, du widerliches Monster! Du denkst, ich habe Angst vor dir? Nimm das! Du bist vielleicht stärker, aber ich kann dich abhängen. Ist das süß. Miep. Das nennt man wohl eine Schreibblockade, Miep. Oh was, der Monkey ist stark, Alter. Monka Poff. Haha, ausgewichen, sehr gut. Aua. Oh nein. Ich benutze jetzt aber auch nicht extra ein Item, ich wechsle jetzt. Weißt du, wir haben alle Items dafür geholt, aber... Levelaufstieg. Der Monkey hat keinen Bock mehr. Und es ist weg. Miep. Wieder. Och, ist das süß. Du hast mich gerettet. Screenshot. Weil ich das so süß finde. Bitte nimm diese Belohnung. Moment, Miep. Du gibst uns etwas, Miep. Aber klar doch. So funktioniert das doch. Oh geil, eine goldene Nexo-Trap. Ich heiße Molly. Ich bin der beste Händler in der Netherworld. Miau. Wie bist du überhaupt hierher gekommen, Miep? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Ich besitze Läden in jedem Lager rund um Netherworld. Komm ich jederzeit besuchen. Ist das niedlich. Das muss Rons Tochter gewesen sein, Miep. Scheinbar. Wie auch immer, Miep, wir sollten nach Norden gehen. Dina sagt, sie würde uns den Weg zu Omnicron zeigen. Klar, wir sind jetzt schon bereit für Omnicron, da sehe ich uns. Da sehe ich uns absolut. Bei Omnicron. So, ich will mal gucken, ob die goldene Nexo-Traps verhökert oder halt auch nicht. Oh. Oh, ich sehe, du hast deine Nexomon wiedergeboren. Nicht schlecht. Miriam hat allen Tamern an diesem Ort einen guten Dienst erwiesen. Wir mögen Geister sein, aber das hindert uns nicht daran, unsere Nexomon zu trainieren. Die Nexomon in der Netherworld sind viel stärker, als du denkst. Also, hol dir genug Vorräte. Oh, die ist so niedlich. Hallo, Freunde. Die Netherworld ist ein gefährlicher Ort. Check mein Angebot aus. Miaus. Ja, das ist ja... Okay, schade. Das ist ja alles sehr schön, wollte ich gerade sagen. Wir haben eigentlich noch genug Stuff, würde ich behaupten. Bis später. Gut, okay. Da können wir nicht lang. Machen wir noch ein bisschen Training. Ja, rumst die Bums. Weg mit dir. Eine Frage hätte ich da aber noch, Herr Kommissar. Warte mal. Ups, nein. Na, das meine ich doch. Haben wir wenigstens schon mal die Attacke wieder. Die ja bekanntlich sehr gut ist. Vielleicht gehe ich mal eben alle durch. Weil durch das
schnelle Weiterdrücken habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wer welche Fähigkeiten bekommen hat. Ja, warte mal. Ich glaube, ich tausche die mal aus gegen die. Okay, gut. Weiter geht's. Oh, ein Item. Auch hier findet man Items. Charoon. Charoon Number 5. Haha, schön ausgewichen. So. Och Göttchen. Das kleine Rüsselvieh. Das alte kleine Rüsselvieh. Ja gut, Schlaf ist ja gar kein Problem. Wechseln wir kurz durch. Da wechseln wir einfach kurz durch und gut ist. Da gab es jetzt wieder ein paar Attacken dazu. Warte mal, wir gehen mal ganz mutig hier weiter. Da geht's nicht lang. Ne, das ist eine Wand. Alles klar. Alles klar. Mal weg mit dir. Und so, Moment. So, machen wir mal so. Erkunden, erkunden, erkunden. Na, wer bist denn du? Scusi. Okay. Hallo? Wer bist du, Miep? Ihr könnt mich Ziegler nennen. Und du musst der aktuelle Nexolord sein. Genau, Miep. Und wir sind auf dem Weg zu Chasma. Warum reist der Nexolord so weit weg von der Sicherheit? Ah. Wir sind gekommen, Miep, um Omnikron-Seele zu zerstören. Ah. Dazu besteht kein Grund. Der König der Monster ist weggesperrt. Warum sind warum sich Gedanken machen? Omnikron ist bereits einmal ausgebrochen. Dieses Gefängnis ist nutzlos. Ihr seid zu schwach, um irgendwas auszurichten. Nun, verzieht euch. Blank. Miep. Okay. Was ist los mit diesem Typen? Ah. Ihr dreht euch jetzt um, Miep. Und kommt nie wieder. Lass uns fürs Erste zurückgehen. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt wieder dahin gehe? Wir sollten einen anderen Weg suchen. Ich glaube, beim Camp habe ich noch einen Weg gesehen, Miep. Okay. Okay, okay, okay. Toll, das scheint die Unterform von dem Vogel zu sein, den wir haben. Das ist blöd, weil theoretisch müsste ich den jetzt fangen, wenn ich den Dex irgendwann komplett haben will. So, weg mit dir. Ich glaube, in dieser Aufnahmesession trainiere ich noch alle auf Level 16 hoch.
Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Einfach, weil ich dann tatsächlich schon mal anfangen sollte, langsam Folgen aus den Ausnahmen... aus den Aufnahmen zu schnibbeln und die dann schon mal hochzuladen. Ja. So, warte. Oh, guck mal. Ein Supertrank gefunden. Eben einmal alle hochhealen. Gute Reise. Ey, runter da. Gut, dann gehen wir halt hier lang. Wie gesagt, auf Level 16 nochmal hochtrainieren, die guten Viecher. Ja, genau. Ist sowieso blöd gewesen. Feuer gegen Feuer. Er mit seinem Scratch. Scratchy Scratch. Scratchman Apu. Feuerattacken gegen Boden, nicht gut diese. Das ist schon besser. So. Sehr schön. Das Leveln geht hier aber wirklich schneller. Ah ja, super, jetzt habe ich das Item da liegen lassen. Jetzt habe ich da einfach eiskalt das Item liegen lassen. Warte, ich nehme jetzt erst das. Nexomite. 5 von 41. Eine Nexo Trap. Gut, und dann gehen wir mal hier weiter. Darum ging es ja gerade nicht weiter, ne? So. Und da geht's runter in eine Höhle. Ein Wasservieh. Mega selten. Und mega tot vor allem. So, warte mal. Hier oben ging es wirklich nicht weiter, ne? Ne. Ne. Und da können wir direkt weiterkämpfen oder in die Höhle gehen. Wir gucken mal in die Höhle rein. So. Oh, kleines Trüffelschwein. Ach, ist doch ein Erd-Nexomon. Unsere Katze ist sehr müde. Kein Problem. Weg mit dir. Level 16 ist aber ehrlich gesagt sehr schnell erreicht, ne? Und irgendwie habe ich gerade noch zu viel Lust, um weiterzuspielen. Obwohl ich vielleicht wirklich die Folgen auch mal langsam schneiden sollte und schon mal anfangen sollte hochzuladen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt tatsächlich quasi nach der Story sowas noch kriegen und dann halt noch weiterzocken können, was geil ist. Auf jeden Fall schon mal nett, dass das Spiel dadurch quasi nochmal in die Verlängerung geht.